Es ist 11 Uhr, der Goldwatch Sale hat schon bei Smilodogs begonnen. Schnell auf die Uhr? Seite. Ah, perfekt. Smilodogs.com, ich muss mir meine Lieblingsprodukte schnell sichern. Man kann ja später noch mal ein paar andere annehmen und so, das ist ja kein Stress. Ja, gebe ich ehrlich auf jeden Fall. Flying Distance. Flying Distance. Oh, da wählt jemand zufällig aus. Also der gehört ins Gefängnis, Digga. Ah, der ist auch unsympathisch vom Charakter. Ja, diesen Mii, ne? Diesen Fischkopf da, ne? Ja, richtig so ein Fischkopf, Digga. Unsympathisch. Ja, unsympathisch. Direkt Bann, Tobias, du mir den gefallen. Wir müssen hier hart. Auf was habe ich mich da eingelassen? Ja, hast falsche Freunde angenommen. Geil, Tobias. Schön mit Real Peoples on the new tracks, man. Nur wegen mir. Ich hoffe, du hast es im Hinterkopf. Ja, yeah, of course, bro. Of course, man. I really appreciate it, man. Ja, komm und schon fucken sie ab. Ich dachte, wir sind befreundet, Mann. Der Fuke ab, right here. Aha, was war das jetzt? Wenn man hupt im Mario Kart, ist man schneller. Yo, er drängelt mich in die Wolke. Alles klar, Bro. Hat einen Fehler bei der Datenübertragung. Dein Pech, Bro. Ja, da sind wir raus. Das ist nicht mehr unser Problem. Was geht, Kimoto? Bin der Fischkopf? Aha! Du bist es, ja? Ah, okay, deswegen Datenfehler. Okay. Ah. Nee, das ist eine neue Strecke, Bella. That's a new one. Der erwachsene Babypark. Ja, ich muss echt sagen, der mit Zuschauern zu zocken ist echt hart, Alter. Das ist ganz komisch. Ganz anderer Dings. Oh, Spence, danke für deinen Prime Sub, Digi. Ah ja. Thanks for joining the army. Yeah. Wenn ihr nicht bei Uwe subben könnt, subbt bei mir. Aber wenn Uwe Sub-Button geht, natürlich da auch rein. Mhm. Man muss ja eh 50% an Uwe abgeben. Ja. Vier Schiffe Lifestyle! Siebter, Bra. Puh. Hart. Ganz hart. Denkst du, Uwe? Ja. Wenn man jetzt so als Streamer einen Spaß mit seinen Kollegen macht, so wie ich jetzt gerade, so ja, ich muss eh 50% abgeben, dass Leute so richtig glauben. Ja. Ja, ne? Ja. Ich freue mich echt, wenn Mario Strikers rauskommt, ne? Ja. Mhm. Da muss ich auch zu dir kommen wieder. Ja. Ah ja, lass machen, komm. Nächster Termin, genau. Machen wir so, ne, Tobias? Oder kommen die neuen Strecken eher? Ich weiß gerade gar nicht. Nee, ist ja jetzt schon nächsten Monat. 30 Tage oder so kommen Strikers. Komm eingeflogen, Bruder. Ja, lass echt so machen. Guck mal, das Geile ist, die Switch ist schön klein, Digga. Dafür ist Nintendo echt gut, muss man echt mal sagen. Und macht ja auch doppelt so viel Spaß, finde ich, wenn man so zusammensitzt. Ja, extrem, Digga. Also war echt ein sehr geiles Wochenende, also sehr geile zwei Tage. Ja, hätte geil. Noch einen Tag so mehr gekonnt, so. Ja, aber war ganz geil so. Ah ne, Mario Strikers ist im Juni erst, oder? Ja, wir haben schon März, Digga. März? Also ist schon gleich vorbei, April. Ja. Mai, Juni, ja, dauert schon noch bis. Man braucht das DLC nicht, aber beim Mapwellen schon, oder? Wenn in der Lobby ist, glaub schon. Obwohl, ne, stimmt, Uwe. Was denn? Wenn man in der Lobby mit ist, braucht man ja das DLC gar nicht, weil wenn wir die Map auswählen, bekommt er die automatisch ja auch. Genau, das war der Trick, den Danny und Haupi gemacht haben, ist ja eigentlich noch, ja. Wie war euer Duo-Stream? Hast du nicht gesehen, ey Männchen? Ja, war richtig geil, Mann. Fand ich echt entspannt. Seh nichts, Bruder.
Im Blinden gesnipert, Digga. Ein Blinden gesnipert, das war gut. Mal gucken, wie lange es hier noch hält ist. Wie lange ich. Konnte nicht, musste den Mod machen. Ah, ein Männchen. Aber nicht bei uns dann. Ganz schnell reagiert, Livestream. Ganz schnell reagiert. Was denkst du, wie lange haben die so gebraucht für die Entwicklung von den neuen Strecken so? Ach, Nintendo, Digga. Das, eigentlich können die das im Schlaf machen, weil das ja nur transferiert ist von anderen vorigen Mario Karts. Schön, schöne Runde, schönes Duellieren mit Luan. Luan. Geht so, Bruder, 10. Platz. Oh, geile Runde, krank. Ja, aber der Luan oder wie er heißt, der ist, glaube ich, echt ein guter Fahrer. Du hast mich gut gesniped. Das war echt gut, Lenny, ne? Aber ich habe auch nichts gesehen, Lenny. Ich hatte diesen Fleck vorm Face, du ja auch, glaube ich. Okurat Moll war auf der Wii viel besser. Haben die gespielt ja noch. Der Fleck war nice im Gesicht, ja? Uwe? Mhm. Hallo? Ja. Vom Flecken im Gesicht distanziere ich mich. Ich auch, Bruder. Ja? Ja. War eigentlich so eine Anspielung auf deine Malerausbildung so. Wenn ja? Man gepinselt hat, dann ein bisschen was ins Gesicht gespritzt ist von der Farbe. Nenn ich doch mal um, Uwe, einen Flying Pinsel oder so. Mhm. Flying Color raus. Ja. Aber man darf nicht vergessen, wo man herkommt, weißt du? Mhm. Ah, was macht denn der Luan, Digga? Auf den, aha. Geil, Uwe, wie du es ausgesprochen hast, so auf als Akzent mit Luan. Der soll einfach sagen können, der Lou. Der sagt Lou. Le Baguette, de Parfro, Lobo. Ja, Lou, ich hab mich jetzt motiviert so auf, ja. Ich glaube, er ist ein guter Fahrer. Jetzt denkt er, er kann ja so Sachen machen, weißt du? Er ist schon wieder echt. Der, irgendwas stimmt mit dem nicht, Digga. Der ist echt ein guter Fahrer, Digga. Was stimmt mit ihm? Ja, der fährt ultra gut, so ganz komisch, Digga. Mobbst du ihn etwa? Nö, aber ich glaube, er ist so von Haupi oder sowas. Oh, ich krieg nur eins in die Fresse, Digga. Ja, so ein. Gibt's aber schon auch Abkürzungen, oder? Das? Habt ihr eigentlich 12er gemacht? Ne, wie lange waren wir live? 6, 7 Stunden? Ja, entspannt. Aber ich war auch echt gut müde dann am Ende vom Stream. Ja, das war endlich gearbeitet, ne? Ja, dafür erstmal eine Schelle. Ja. Bist du der Champions? Ja. Respekt, Schelle. Na, fuck. Karma kassiert. Hey! Verdammte Scheiße, Digga. Vorm Ziel wurde ich aufgehalten. Aber musst du noch weit oben sein. Ja, ich bin 3. Platz noch hier, Digga. Ihr müsst mal gegen Maxim. Wer ist dieser Maxim gewesen? Der war letztens auch in der Lobby. Ja, ja, wer ist das eigentlich? War hier vielleicht, aber ihr müsst mal gegen Maxim oder Alex spielen. Wer sind die beiden? Der ist aus Haupis Clan, der Maxim. Können wir doch schon mal reinschnuppern, oder? Was denn passiert? Lass mich doch wenigstens teilhaben. Nö, ich hab nur was geguckt, eBay. Ihr müsst ja auch gleich mal was zeigen. Ja. Mhm. Also Nachrichten von Girls bekommen? Nein, nein. Seitdem du mit McLaren gestern saß? Ja? Besser. Was denn? Oh! Musst du dir dann auch Provision geben, ne? Aha. Uwe hört sich sehr begeistert an. Ja, es ist immer so. Wenn man halt so viel Erfolg hat und alles schon hat, dann was? Strahlt man halt sowas Gewisses aus. Ne? Was strahlt man denn da aus? Hä? Ich weiß ja nicht, um was es geht, Mann. Ich auch nicht, keine Ahnung. Hat einfach im Chat geschrieben, Uwe ist sehr, hört sich nicht sehr begeistert an. Ja, ich weiß auch nicht, worum es geht, Digga. Weiß ich auch nicht. Aber ich wollte einfach mal Real Talk, kennst du das? Ja, Real Talk. Ah, Mann, Item geklaut, verdammte Scheiße! Ja, ich bleib überall hängen.
Oh. Geil, wie der Ware einfach mitgenommen wurde, Alter. Heftig. Geil. Das war sehr befriedigend. Das ist sehr unintelligent, Spikey. Das ist sehr un... Was? Wegen Fortnite, meint er. Also, ja, da bin ich jetzt wirklich nicht so begeistert. Ja. Oh Mann, weil ich in den Chat geguckt habe. Ich blende den echt aus. Wie war das eigentlich für dich mit dem McLaren zu fahren, Uwe? Oh, warte, ich werde gerade von Lua attackiert. Ja, danke, dass du mir diese Möglichkeit gegeben hast, Tobias. Ne, ich meine mit so einem hübschen Beifahrer. Also. Oh, ich hab den Lua überholt. Ja, habe ich aber gut gemacht. Da kam der Lua ans Schwitzen. Ich habe immer gedacht, der Lua kann doch irgendwas Geheimnisvolles, dass er noch nach vorne kommt irgendwie, aber dem war zum Glück nicht so. Maxim ist einer der besten Spieler. Ja, zwei blaue Mensch. Ja, Lua. Lua Jordan. Kenn ich. Okay, Tobias, welche Platzierung hast du gemacht? Zweiter ist... Einen Moment kurz, ich muss den Chat lesen. Habt ihr beide schon Platz überall die 9. Nein, das haben wir nicht. Kommt, zweiter Platz ist sehr gut.